feststellen, also voller Schrecken feststellen, dass die Tests, die da verwendet werden, dass die eben nichtssagend sind und dass es kein Ereignis gibt, was in Wuhan im Krankenhaus passiert, das hätte gar nicht passieren müssen, sondern es gab Viren vorher schon, die in der Welt umher sich vermehrten und veränderten, die von dem Test positiv erkannt worden wären. Und Herr Drosten hat das ja selbst auch bei seiner, als er veröffentlicht hatte bei der WHO, hat er selbst gesagt, dass es bei anderen SARS-Viren, die unterwegs sind, auch positiv sein würde. Und das scheint ja auch der Fall zu sein. Mhm. Also wir haben ja SARS-Viren seit 2003 mindestens, die überall in der Welt rumschwirren und die sich immer wieder verändern und vermehren. Und dieser Test, der greift eben ganz bestimmte Abschnitte dieser Viruserbsubstanz ab. Und da hat man sich welche rausgesucht, das ist ja schon geschehen, diese Entwürfe für diese Tests, die gab es schon, bevor uns überhaupt ein Test bekannt, ein Genom dieses sogenannten Wuhan-Virus bekannt wurde. Dieser Test ist gemacht worden auf Verdacht. Und zwar auf Verdacht deshalb, weil es so viele SARS-Viren schon gibt. Und das war was also mehrere SARS-Viren entdecken würde, dieser Test. Mhm. Und dann hat er den dahin geschickt und dann haben die in China gesagt, ja, auch bei diesem SARS-Virus, was wir hier haben, ist der auch positiv. Und seitdem benutzt man solche Tests. Und das heißt also nicht mal, dass es hier etwas so ganz besonders Neues in Wuhan gewesen sein muss, sondern es kann etwas gewesen sein, was auch schon vorher da war und was vielleicht auch schon in anderen Ländern da war. Und was dieser Test dann auch hätte positiv erkennen können. Dafür gibt es ja auch Hinweise, als dann Substraten weltweit, denn dieser Test positiv anzeigte. Also dieser Test sagt uns nichts über eine neue Erkrankung aus. Dieser Test sagt uns etwas aus über Moleküle von Coronaviren, die es vorher schon gegeben hat, wahrscheinlich schon Jahre vorher gegeben hat. Und den benutzen wir jetzt, um etwas zu finden, was angeblich ganz neu war. Und das ist das ganze Verrückte an der Sache. Und dass Herr Drosten der Erste war, der diesen Test dann der WHO schenken durfte, das spricht dafür, dass das Ganze eine vorbereitete Geschichte war. Er ist derjenige, der das liefern konnte, der vorbereitet war, der das vorbereitet hatte. Und das spricht dafür, dass es eine inszenierte Geschichte war. Mhm. Und das, denke ich, das bedarf noch weiterer Untersuchung. Aber oh ja. Der Verdacht ist sehr groß und sehr naheliegend. Ja, das sehen